Auftrag auf uns, aber als Mutter mit kleinen Kindern und trotzdem, wir haben es geschafft, dass wir uns treffen. Zweimal im Monat am Vormittag oder wenn die Kinder in den Kindergarten waren und dass wir Themen ausgetauscht haben, von Themen Kindererziehung, solche Sachen. Und das fand ich sehr cool, weil Vergleich, weil die Frauenföderation wird nachher, das ist eine feministische Gruppe, das war der Trend damals. Und in Wirklichkeit, wir sind drauf gekommen, praktisch unsere Aufgabe ist, unsere Familie gut zu führen, dass unsere Kinder und Männer glücklich werden, richtig gedient. Aber gleichzeitig müssten wir zum Beispiel, es kamen auch von Japan, in alle Länder, wo die Frauenföderation gegründet worden, volontieren, so Freiwillige. Freiwillige, Entschuldigung. Und jede Nation bekam zwei, oder es war schon mehr in Wien, 10, glaube ich. Zehn. Ja. Und dann zwei zu uns gekommen, und so könnten wir auch ans Publikum kommen. Aber wo ich an viele Sachen mich gut erinnern, ist, dass wir den Auftrag gehabt haben, die Haitis oder Politikerinnen zu treffen, die mit den Frauen zu tun haben, vom Ressort. Und dass wir mit Helga Boas ist nicht da, wir sind zu die damalige dritte Präsidentin der unserer Regierung, nicht Regierung, Lokalparlament, unser Landesparlament und die Verordner, ja. Und wir haben so solche Vision gleichzeitig, wir waren ganz wenig, aber wir wollten irgendwie die Politiker animieren und Politikerinnen wollen, dass sie das wissen, was wir vorhaben, wie alles geht. Ja. Und wir hatten als Material einfach anzubieten, das war die Technik von Maya, unsere Präsidentin, von Anfang an eine Ansprache von Dr. Hachan Moon, die diese Leute zu geben, ja, als erste Einstieg. Es war ziemlich geistig, es war ein Gefälle zwischen, was wir sozial machen wollten und was geistig Anspruch hineingetragen wurde. Ja. Was zu uns auch geführt manchmal zu, natürlich gleich nachher, ziemliche Verfolgung. Irgendwie. Okay, gut. Leider das zur Seite. Was ich sagen wollte, ist, dass mit dadurch, dass der Krieg in Bosnien begonnen hat, da haben wir dieses Gebet und auch Unterschrift gesammelt gegen die Vergewaltigung der Frauen in Bosnien. Ja? Und diese Ansammlung von Unterschriftaktion ging zu, es war die erste Aktion an der UN. Das hat eine Schwester aus der Schweiz an der UN weitergegeben. Das war die erste Aktion, die wir gehabt haben. Ja. Und natürlich, das war attraktiv, sowas zu tun, weil als Frauen zu Frauen, das war sehr wichtig. Sonst, ich kann mich noch erinnern, dass auch mit Helga Boer, ich ging zu der Frau von Landeshauptmann, damals Püringer, die Christine Püringer getroffen haben, dass mit Lili oder einer anderen Schwester Maria, wir sind auch zu der Bürgermeisterin von Linz, der Frau Dr. Holzhammer, und so die Frauenreferat von uns, vom Land, Landesreferat. War das nicht der Maria Prammer damals? Ja, ja. Und dann, ja, diese Leute praktisch so hoch oben geschossen, aber nachher nicht zu wissen, was es weiter gemacht wird. Ja. Es war ein kleines Brückchen und trotzdem wollen wir solche Leute ansprechen. Vor allem die Frauenreferat der Stadt Linz oder Landes. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das ein paar Leute uns geholfen haben. Und ich möchte das auch weitergeben jetzt. Ich möchte mir der Frauenföderation für Weltfrieden Oberösterreich einmal ganz herzlich gratulieren. Ich habe euch durch meine Freundin mit der Miriam kennengelernt. Mit der Miriam bin ich seit ca. 20 Jahren befreundet und kurz darauf bin ich das erste Mal in eurem Kreis drin, habe mich im Kreis dieser Idealisten, Visionärinnen sehr schnell wohlgefühlt und auch ganz herzlich aufgenommen gefühlt. Und ich komme immer wieder gern her und mittlerweile, ja, sind es mir eigentlich auch schon viele von euch zumindest Schwestern geworden. Ich fühle mich unheimlich wohl bei euch. Und ja, danke, dass uns die Möglichkeit bietet, ein bisschen was von unserem Projekt zu erzählen.
Das ist ja nicht mein Projekt, sondern das ist mit der Miriam, das ist unser beider Herzensprojekt. Eigentlich muss die Miriam ja da stehen. Ja. Ja, so wie es ihr Visionen gehabt habt, ganz am Beginn eures Vereins und eurer Bewegung. Und wir haben auch, unsere Freundschaft hat uns sehr inspiriert. Und wir haben auch so unsere Träume gehabt. Und wir haben die immer mehr weitergeträumt, ausgebaut. Und es waren zuerst so Fantastereien, Träume. Und plötzlich haben wir erfahren, dass Träume, an denen man mit sehr großer, wo das Herz dran hängt, dass die wirklich das Potenzial haben, sich zu erfüllen. Und im Jahr 2011 war es dann soweit, wir haben ganz überraschend ein ganzes Haus zur Verfügung gestellt bekommen, mietfrei. Und dort drinnen können wir bis heute unsere Träume erleben, ja, und uns dort beweisen auch. Weil es war eine riesen Herausforderung. Das ist ein altes Haus aus den 30er Jahren. Wir haben es das erste Mal so weit renoviert, mit Hilfe unserer Ehemänner, unserer beiden Goldschätze, weil ohne die hätten wir es nicht geschafft. Es war ganz viel Handwerkliches zu leisten. Und es ist dann einfach losgestartet. Es hat keine Eröffnungsfeier gegeben, weil wir wollten in die Vorleistung gehen. Es gibt in der heutigen Zeit, wird alles riesenhaft und pompös eröffnet und dann stirbt es manchmal still und leise. Und wir wollten zuerst einmal was schaffen und dann schauen wir, was daraus wird und dann lassen wir uns gern bewundern. Ja, jetzt sind wir mittlerweile in das siebte Jahr gestartet. Im September haben wir den siebten Geburtstag gefeiert und es ist immer noch unser Herzensprojekt. Wir haben es bis auf weiteres können wir das Haus immer noch nutzen. Wir möchten euch vielleicht, ich schreibe jetzt ja einen Jahresrückblick, der wird in Heibach dann in alle Haushalte zugestellt, indem wir in diese Ortszeitungen von den Parteien immer drinnen sind, abwechselnd, einmal dort, einmal da. So einen kurzen Auszug aus unserem Jahresrückblick 2017 kurz erzählen, das seht ihr, was bei uns in einem Jahr so abläuft. Weil das Haus so schwer zu heizen ist, wir haben ja nur Öfen und keine Zentralheizung, müssen wir von Weihnachten bis Anfang März Winterpause machen. Aber die Zeit halten wir einfach gar nicht mehr aus, ohne dass wir uns treffen oder irgendwas passiert. Weil wir ja viele Kontakte haben, sind wir einfach auf Tournee gegangen und haben uns einfach bei jemand anderem getroffen. Eine liebe Freundin aus Kupping hat uns eingeladen, uns in ihrem Haus zu treffen. Und so haben wir eigentlich schon, haben wir schon im Jänner in das neue Jahr gestartet. Einfach, wir haben einfach woanders uns getroffen. Dann ist es weitergegangen, ich habe eine Frau kennengelernt, die Kosmetikerin ist und so weiter. Daraus ist ein Schminkworkshop entstanden. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie auch einmal zu uns kommen würde und vielleicht Leute am Land, ältere Damen zu schminken oder zu beraten, die mit denen nur wenig Erfahrung haben. Die Frau war sofort einverstanden, hat ihre ganzen Sachen mitgebracht, eine riesen Palette war das, an Schminkutensilien. Hat dann dort, es war ein riesen Zulauf, also der ganze große Stube war voll, wird jede einzelne Dame geschminkt, beraten, was ihr gut steht, auf was sie achten sollte. Wer Lust gehabt hat, hat diese Kosmetika auch bei ihr kaufen können, aber es war ganz unverbindlich. Das war, mit dem sind wir in den Frühling gestartet, dann haben wir, kommt eine Schreibwerkstatt, das ist ein extra Thema bei uns. Die hat das Thema gehabt, genüsslich schreiben, und das war dann auch unser Hauptthema im Frühjahr, das haben wir uns zum Thema genommen. Wir haben eine Freundin eingeladen, und die hat uns die Theorie vermittelt, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was braucht man zum Genießen. Dann haben wir in der letzten Zeit, in Heibach gibt es zwei Flüchtlingsfamilien, eine aus dem Irak und eine aus Syrien. Und die Frau aus dem Irak, die ist uns zu einer ganz lieben Freundin geworden. Das ist die Doha Al-Rashid. Sie ist 25 Jahre alt und hat drei kleine Kinder. Und sie ist ehrlich jeden Freitagnachmittag, wenn wir das Haus offen haben, bei uns.
Und aus Besuchen wurde bei uns immer mehr. Und so haben wir uns einfach über alles Mögliche immer unterhalten. Und dann hat sie uns erzählt, wie die arabischen Frauen diese Enthaarung machen. Hat uns diese Methoden gezeigt. Dann haben wir gesagt, das könnte vielleicht mehrere Frauen interessieren. Haben das dann ausgeschrieben. Ja. Und sind ganz viele Frauen gekommen. Und die Dora hat uns gezeigt, wie man mit der Zuckerpaste oder mit dem gedrehten Zwirn diese Enthaarung macht. Das war ein Genuss und es war eine weitere Veranstaltung zum Thema Genuss. Viele Frauen sind dann mit einer wunderbar weichen Haut nach Hause gegangen. Ein Genuss vielleicht auch für den Mann. Dann im Mai haben wir gehabt einen Schnupperkurs zeichnen mit einem Bekannten, der arbeitet auch in der Behindertenbetreuung, so wie ich. Und das war wieder ein Inklusionsprojekt, das mir auch sehr am Herzen liegt. Wir arbeiten dort auch mit Leuten mit irgendwelchen Behinderungen. Und ja, wir haben da nebeneinander gearbeitet. Und der Karl Rabeler, der das gemacht hat, der hat uns angeleitet, gut zu sehen. Das ist die Basis, um zu zeichnen. Und der hat uns dann auch viel Technik gelehrt, damit wir das auch umsetzen können. Und wie so oft, wenn wir irgendwas probieren bei uns im Haus, entdecken wir bei vielen Menschen ganz außerordentliche Talente. Und da haben wir auch entdeckt, dass manche von uns toll zeichnen können. Wir haben es selber nicht gewusst und ich bin alle gestaunt, was da rausgekommen ist. Nur noch ein Schnupperkurs zeichnen. Dann, am 25. Mai hatten wir die Ehre, Mitglieder der Frauenföderation für Weltfrieden aus dem Burgenland und der Steiermark zu begrüßen. Das hat aber alleine die Miriam gemacht, weil ich war zu der Zeit auf Kur. Aber sie ist unterstützt worden von ihrem Mann, dem Hans. Und die haben die bei uns im Haus begrüßt, haben denen dann Heilbach gezeigt und haben es dann noch einen kleinen Ausflug gemacht und haben es dann zu einer Jause aufgebrochen über die Donau. Also alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die man in Heilbach so hat. Ja, so vielleicht hat man lauter, dass ich nicht dabei war. Aber wir haben wieder die Möglichkeit gehabt, das Haus zu präsentieren und Leute einzuladen. Dann am 17. Juni, einfach an einem Freitagnachmittag, wo einfach jeder vorbeischauen kann, ist die Anne gekommen mit einer Frau. Und die hat uns dann erzählt, dass sie selbst als Kind, sie war ein Flüchtlingskind. Ihre Familie ist im Zweiten Weltkrieg aus Konstanza am Schwarzen Meer vertrieben worden. Ihre Familie war 2 Jahre auf der Flucht. Sie hat dann derzeit 2 Familienmitglieder verloren und hat sich ein bisschen kritisch geäußert, dass den Flüchtlingen